Hallo und herzlich willkommen zu einem Typo 3 Tutorial. In diesem Tutorial werde ich Sie mit dem Aufbau des Backend-Bereiches der Verwaltungsansicht von Typo 3 genauer vertraut machen. Wie Sie sehen können, ist die Arbeitsoberfläche des Backends in drei Hauptbereiche aufgeteilt. Des Weiteren finden Sie ganz oben noch eine Benutzerleiste. Hier haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise Ihr Benutzerkonto zu verwalten. Ganz links sehen Sie die Menüführung. Direkt daneben befindet sich der sogenannte Seitenbaum. Hierzu erfahren Sie in einem gesonderten Tutorial mehr. Rechts daneben sehen Sie die Arbeitsfläche, wo Sie Ihre Arbeiten durchführen werden. Hier in der Menüführung wählen Sie aus, welche Art von Arbeit Sie durchführen möchten. Im Moment ist der Menüpunkt Seiten ausgewählt. Aus diesem Grunde sehen Sie auf der Arbeitsfläche die Ansicht zur Bearbeitung und Erstellung von Seiteninhalten. Klicken Sie im Menü auf einen Punkt, so wird sich dieser im Arbeitsbereich öffnen. Klicken Sie beispielsweise auf den Menüpunkt Anzeigen. Sie sehen nun im Arbeitsbereich eine Vorschau Ihrer Webseite. Des Weiteren gibt es noch den Papierkorb, mit dem Sie gelöschte Daten auswählen und wiederherstellen können, die Möglichkeit, Dateien zu verwalten, Ihre Einstellungen von Ihrem Benutzerkonto zu verwalten und eine Benutzeranleitung. Je nach Typo 3 Aufbau und Version kann die Menüführung bei Ihnen anders aussehen. Dies waren auch schon die wichtigsten Basics zum Aufbau des Backend-Bereiches. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.